Hallo. Ja, hier bin ich wieder. Bianca ist mein Name und ich bin ganz, ganz, ganz glücklich, dass du dabei bist und dir ein bisschen Zeit nimmst für dich und deinen Weg und für mich und für das Miteinander. Ja, wie komme ich zu dem heutigen Thema? Erstmal, wie lautet das heutige Thema? Es geht heute darum, was passiert, wenn wir uns auf unseren wirklichen Herzensweg einlassen, was passiert, wenn wir unseren Weg gehen und wie wir damit umgehen, mit dem, was da so auf uns wartet. Denn natürlich ist es total schön, wenn wir anfangen, uns selbst zu leben. Aber, und das ist, glaube ich, jedem Menschen bewusst, wenn wir die Fassade ablegen und immer mehr das tun, was, wofür wir wirklich brennen, dann gibt es auch Menschen, die damit nicht gut zurechtkommen. Und damit, finde ich, darf man umgehen lernen. Geht dir wahrscheinlich auch so. Deswegen guckst du das Video. Ja, also wie geht man mit der Ablehnung um, die einem so begegnen kann? Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und sie ein bisschen strukturiert und ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Schau einfach, was sich für dich stimmig anfühlt und den Rest ignorierst du. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand Pippi Langstrumpf immer ziemlich cool, weil Pippi Langstrumpf war so für mich irgendwie das natürlichste Ich, was ich mir vorstellen konnte. Also ein Mädel, das erschaffen hat, rücksichtslos und kompromisslos, so wie ihr gerade zumute war. Und trotzdem war sie liebevoll, freigebig, ja, einfach ein ganz, auch ein ganz beliebter Mensch, nur nicht bei den Erwachsenen. Und das Lustige ist, obwohl sie alle geliebt haben, so lange sie im Film war oder in den Büchern, wenn wir anfangen, die Pippi Langstrumpf in uns zu wecken, dann, ja, dann fühlen sich die anderen Menschen in unserem Umfeld oft unwohl. Woran das liegt, gibt, glaube ich, viele Gründe. Aber ich spekuliere mal, ein Grund könnte sein, dass sie selber die Pippi Langstrumpf in sich spüren und da auch so eine Sehnsucht haben, die zu leben, sich aber nicht richtig trauen. Und dann kommt so ein Ungerechtigkeitsgefühl hoch. Nach dem Motto, guck mal, ich lebe mich doch auch nicht so, wie ich mich jetzt eigentlich fühle. Also tu du das bitte auch nicht, weil sonst ist es nicht ganz gerecht. Das ist sicher ein Grund. Eigentlich macht es ja auch Sinn, dass wir uns anpassen. Dass wir nicht alle als Pippi Langstrumpf schon so auf die Welt kommen und so bleiben. Also ich glaube, wir kommen schon als Pippi Langstrumpf auf die Welt, aber wir bleiben oft nicht so, sondern wir lernen uns anzupassen. Wir gucken, wo werden wir belohnt. Das macht Sinn, weil Anpassung ist überlebensnotwendig für so Geschöpfe wie wir. Also man nennt uns ja nicht umsonst Mangelwesen, weil wir kommen auf die Welt und uns fehlt es an allem. Wir sind erstmal auf Anpassung angewiesen. Wir könnten alleine als Säuglinge gar nicht überleben. Wir brauchen ja noch ein ganzes Jahr, bis wir überhaupt in der Lage sind, uns mal fortzubewegen, so im Stehen. Also wir kommen wirklich eigentlich viel zu früh auf die Welt, wenn man so möchte. Deswegen ist Anpassung überlebenswichtig. Und daher kommt vermutlich auch unsere größte Angst, dass wenn wir uns nicht anpassen und auf Ablehnung treffen, dass es uns unseren Kopf kosten könnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir verpassen den Punkt, zumindest manche von uns, wo wir gar nicht mehr Kind sind und nicht mehr abhängig sind, wo wir eigentlich erwachsen sind und machen können, was wir wollen. Also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich irgendwie mein Leben lang dachte, nee, Anpassung ist schon irgendwie die sichere Nummer und alles andere lasse ich mal lieber, weil so ist doch okay, so ist mein Leben doch eigentlich total schön. War es auch. Ich will meinem Leben gar nichts anders machen, ich bereue nichts, aber irgendwann kam der Punkt, wo meine Seele schon so gesagt hat, so, und jetzt, wenn du jetzt nicht was Grundlegendes änderst, dann knallt es. Und ich hatte aber schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr das Gefühl, die Kraft zu haben, um irgendwas zu ändern. Und ich wusste auch nicht, was. Deswegen kam ja diese wunderbare Krankheit. Ich weiß, jetzt kriege ich wieder Reaktionen von allen, die CFS haben, weil diese Krankheit ist voll nervig. Aber sie bringt auch Geschenke mit. Und ein Geschenk ist eben, dass sie uns zwingt, hinzugucken. Denn eigentlich ist es so. Wenn wir warten, bis wir eine wirklich schwerwiegende Krankheit bekommen, und das kann auch Krebs sein, das kann jede andere Krankheit sein, es gibt ja genügend. Wenn wir so lange warten,
dann haben wir am Ende keine Alternative. Wir können krank bleiben oder wir können schauen, wenn wir gesund werden wollen, was genau will in uns gelebt werden. Und in meinen Augen gibt es da keinen Weg dazwischen. Es gibt nur krank bleiben oder echt viel ändern im Leben. Ich persönlich hatte jetzt nicht so viel Lust, krank zu bleiben, habe es immer noch nicht. Und vor allem nicht mit kranken Gedanken durch die Welt zu rennen. Ja, und deswegen war für mich klar, wenn ich gesund werden möchte, dann werde ich mich jetzt kompromisslos leben und mich um mich kümmern. Im Sinne von, dann werde ich jeden Tag meine 1, 2 Stunden Qigong-Training machen, auch wenn es andere in meinem Umfeld nicht nachvollziehen können. Auch wenn es komisch aussieht, auch wenn die vorbeifahrenden Jäger lachen, trainiere ich draußen. Also ich habe mich einfach darauf eingelassen, meinen Weg zu gehen, alles zu tun, was mir gut tut, auch wenn die anderen Menschen sagen, das ist aber komisch, was die da macht. Ja, das mag sein. Dass, wenn man es nicht versteht, ist ja vieles komisch. Quantenphysik finde ich zum Beispiel manchmal auch komisch. So, in meinem Fall ist ein sogenanntes Worst-Case-Szenario eingetroffen. Denn wovor haben wir Menschen Angst? Wir haben Angst, wenn wir uns leben, wenn wir anfangen, das zu tun, was wir wirklich lieben. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, das Arbeiten mit Energien, das Spüren von, das Einspüren oder Einfühlen in Lebenssituationen von Menschen und zu sehen, was braucht es da an Veränderungen. Also ich sage dazu gerade, ich habe angefangen, eine Ausbildung zu machen bei einem chinesischen Qigong-Meister. Und da geht es eigentlich darum, dass wir den Energiefluss beim anderen Menschen wieder ins Laufen bringen. Und während der Behandlungen, die ich im Zuge dieser Ausbildung gemacht habe, bei vielen, vielen Menschen, ist mir aufgefallen, dass mir das gar nicht so viel Spaß macht, das mit dem Energiefluss, sondern das, und das hat mich auch müde gemacht, sondern was mich total beflügelt, sind die Informationen, die zu mir kommen. Also wenn ich in Kontakt trete mit einem Menschen, bekomme ich Bilder. Und die zeigen mir, wo der Mensch gerade steht und warum ihm unwohl ist und wo es noch eine Veränderung bedarf. Und das hat mich total glücklich gemacht. Das hat mich so erfüllt. Und diese Leidenschaft habe ich auch nach außen getragen und habe es mit vielen Menschen geteilt. Und natürlich gibt es dann Menschen, die sagen, das kann man doch gar nicht richtig sehen und anfassen. Das ist ja wieder komisch. Ja, mag sein, aber es ist das, was mich glücklich macht. Und jetzt kann ich es leugnen und ich kann sagen, nee, ich sehe auch gar keine Bilder. Aber dann leugne ich einen wesentlichen Teil von meiner Gabe, von dem, was mir mitgegeben wurde, damit ich auf dieser Welt auch irgendwas Sinnvolles tun kann. So, das heißt, wenn wir uns leben, laufen wir Gefahr, da auf Unverständnis zu stoßen. Und trotzdem sage ich, du brauchst keine Angst davor haben. Warum nicht? Das ist ziemlich einfach. Gehen wir das mal konsequent an. Wenn du dich nicht lebst, dann bist du irgendwann bereit zu sterben, bereit, dein Körper möchte vielleicht, das Ende ist, dann liegst du da und bereust. Das ist die eine Möglichkeit. Dann bereust du, dass du dein ganzes Leben lang damit verschwendet hast, dich immer anzupassen, Teile von dir wegzudrücken, aus Rücksicht auf, weil man das ja nicht macht, weil man als Frau sowieso nur so und so zu leben hat. Es gibt so viele Ideen, warum man etwas nicht machen sollte. Das ist die eine Möglichkeit. Sterben, bereuen, sterben, so könnte man es nennen. Hab ich keine Lust zu. Die andere Alternative ist, sich zu leben. Und was passiert dann? Dann gehen Menschen aus deinem Leben, die so, wie du eigentlich bist, dich sowieso nicht akzeptieren. Das ist das, was passiert. Die Menschen, die dich so nicht verstehen und so auch nicht lieben wollen, wie du eigentlich bist, die gehen. Aber ist doch eigentlich super, weil wenn die weg sind und du da auch deine Aufmerksamkeit gar nicht mehr so verlierst, ne, im Umgang mit diesen Menschen, können neue Menschen kommen, die sagen, hey, so wie du bist, bist du eigentlich genau richtig und das geht in Resonanz mit mir, das finde ich cool, das ist sogar etwas, worauf ich gewartet habe, du kannst mir etwas geben. Komm, lass uns in einen Austausch gehen. Das sind die Menschen, die dann kommen, wenn wir mutig genug waren. Das kann sein, dass das ein bisschen Zeit braucht, es kann sein, dass wir zwischendurch echt Angstzustände durchleben oder Unsicherheiten,
Aber das ist das, was auf jeden Fall passieren wird. Du verlierst Menschen, die dich sowieso so, wie du bist, nicht mögen oder nicht annehmen können, weil du Anteile repräsentierst, die diese Menschen in sich auch noch nicht integriert haben, auch noch nicht liebgewonnen haben. Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Das hat was mit dem Verhältnis des anderen zu sich selbst zu tun. Denn was für einen Grund habe ich denn, jemanden nicht anzunehmen oder jemanden nicht zu lieben? Also, mir fällt nicht so viel ein. Es sei denn, der andere zeigt mir etwas, was ich entweder auch gerne leben würde oder auch gerne hätte, aber was ich selber mir noch nicht erlaube oder wo ich noch keinen Zugang zu habe. Was mir Angst bereitet, was mir Unwohlsein bereitet. Aber das hat nichts mit mir zu tun. Und es hat auch nichts mit dir zu tun. Auch nicht dann, wenn sich Familienmitglieder abwenden. Das hat nur mit dem Familiensystem zu tun, denn das verschiebt sich jetzt, wenn du anfängst, dich zu leben und dich in eine Heilung bringst, weil du dich heil gemacht hast und dich ganz liebst, das hängt ja alles miteinander zusammen, dann wird es in deinem Familiensystem Veränderungen geben. Aber hallo, weil in so einem Familiensystem hat ja so jeder seinen Part und wenn du deinen Part verlässt oder sagst, ich möchte den jetzt anders leben, dann ruckelt es. Aber das, auch davor brauchen wir keine Angst haben. Denn im schlimmsten Fall gibt es mal hier und da vielleicht Unstimmigkeiten oder Menschen wollen erstmal eine Zeit lang nichts mit dir zu tun haben. Aber da gilt das Gleiche, wie ich vorhin gesagt habe. Dann sind das Menschen, die dir gerade eh nicht gut tun. Und vertrau darauf, wenn du ihnen, und das ist jetzt der wesentliche Punkt, wenn du den Menschen, die aus deinem Leben gehen und vielleicht sogar dich doof finden, wenn du denen liebevoll gegenüber bleibst und ihnen das Recht gibst, das zu fühlen, was sie fühlen, dann werden sie auch in irgendeiner Form wieder in dein Leben treten können und dann auch vielleicht einer liebevollen Verbundenheit. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist das auch okay. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir liebevoll verbunden bleiben. Und nur weil mich jemand ablehnt, heißt das nicht, dass das ein schlechter Mensch ist. Das heißt nur, dass der Mensch jetzt gerade mich ablehnt und damit einen Teil von sich ablehnt. So what? Das ist doch okay. Ist doch unser Recht. Ich darf doch auch Menschen ablehnen oder ich muss auch nicht alles toll finden. Das ist unser freier Wille und ich finde es echt wichtig, dass wir, gerade wenn man so von sich behauptet, man ist so auf so einem Bewusstseinsweg, finde ich es noch entscheidender, dass diese Menschen nicht sagen, boah, ich bin hier so auf dem Bewusstseinsweg und die anderen haben es noch nicht gecheckt, sondern zu sagen, nee, nee, der andere ist auch auf seinem Weg. Und das ist genau richtig, wie der andere gerade auf seinem Weg ist. Noch ein Grund, warum ich persönlich keine Angst habe vorm Alleinsein. Also selbst wenn jetzt ganz viele Menschen gesagt hätten, so Bianca, so wie du jetzt bist, das geht gar nicht mehr, das finde ich total skurril, hätte ich keine große Angst gehabt. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir wirklich, wenn wir uns dafür entscheiden, angebunden sind. An etwas, was wir noch nicht, also ich persönlich noch nicht ganz begreifen kann. Ich weiß nur inzwischen, es ist da. Ich weiß es einfach. Ich verbinde mich jeden Morgen einmal mit der Erde und einmal mit dem gesamten Universum und frage für mich, was ist heute wichtig, was ist heute dran? Und das mache ich als Ritual jeden Morgen. Und wenn ich, also ich kann dich dazu nur einladen, dass du diese Übung mal machst. Du wirst merken, dass du geleitet wirst, du wirst geführt. Also ich mache das mit meiner Qigong-Gruppe und auch mit einer anderen Gruppe noch, die ich anleite. Und das ist ganz verblüffend. Jeder von uns bekommt irgendetwas, sofern sie oder er sich die Mühe macht, sich wirklich morgens mal für 10 Minuten in Ruhe hinzusetzen und dann gegebenenfalls auch den Wecker etwas eher stellt, damit die Kinder nicht gleichzeitig rumtoben. Ja, und dann merkt man, dass morgens immer so Sachen kommen wie, heute darfst du vertrauen oder heute darfst du mal langsamer machen. Heute darfst du jemandem dienen. Heute darfst du genießen. Egal, was hochkommt, es leitet dich durch den Tag, wenn du dich darauf einlässt. Und du wirst merken, dass du wirklich, wirklich geführt wirst. Und wenn wir diese Stimme aber überhören und diese Anbindung kappen, dann kann das Leben auch mal sehr herausfordernd werden. Also sehr. Also ich habe mein Leben, ich erzähle euch da jetzt einfach von. Ja, ganz spontan. Also nach der Trennung, als mein Mann dann gesagt hat, er geht, war das, da hatte ich erstmal großes Glück, dass ich einfach auch Menschen kennengelernt habe, die mir gut getan haben.
Und irgendwann merkte ich aber, jetzt ist Zeit, so mit mir klarzukommen, ohne andere Menschen. Und dann bin ich erst eine Woche segeln ge gewesen. Das hat mir total gut getan. Und danach habe ich es mal mit Jesus versucht. Ja, tatsächlich. Ich dachte so, okay, irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist schon noch sehr viel Angst in mir, sehr viel Unruhe. Da ist noch irgendwie etwas, was immer betäubt werden möchte. Und das ist noch so, na, irgendwas ist noch nicht in Balance in mir. Und dann hatte mir eine Freundin gesagt, dass sie den Eindruck hat, ich sollte mal mit Jesus in Kontakt gehen. Und da habe ich erst gesagt, nee, Jesus ist so gar nicht meins, sorry. Also ich weiß, es gibt ihn irgendwie, diese Energie von Jesus, ja, die gibt es natürlich. Ah, aber ich mag weder den Namen noch mag ich das, was ich damit so eigentlich verbinde, so mit dem Kreuz. Das ist überhaupt nicht meins. Aber ich dachte, naja, richtig was zu verlieren habe ich nicht. Er hat mich dazu eingeladen, eine Woche mit ihm in Kontakt zu gehen. Eine Woche habe ich gedacht, das schaffe ich. Das kriege ich hin. Und dann habe ich mich jeden Tag eine halbe Stunde hingesetzt und habe mich auf ein Fantasiegespräch, wenn man so möchte, mit ihm eingelassen. Ich habe mir vorgestellt, wie er bei mir ist. Und dann haben wir uns so ein bisschen was erzählt. Ich habe Fragen gestellt, dann kamen Antworten und so ging das hin und her. So, nach einer Woche habe ich so überlegt, so jetzt mache ich eigentlich weiter oder nicht. Und dann habe ich überlegt, warum es Sinn macht, weiterzumachen. Das war verrückt. Da wurde mir erst klar, dass ich innerhalb einer Woche mein ganzes Leben viel, viel leichter angefühlt hat. Und das hatte ich gar nicht gemerkt. Ich habe es einfach gar nicht wahrgenommen. Aber nach dieser einen Woche, wo ich dann mal so nachgehört habe, wie geht's dir jetzt eigentlich nach dieser Woche mit Jesus, ist mir aufgefallen, dass nach und nach alle möglichen Baustellen weggegangen sind, dass ich totalen Frieden in mir hatte, dass ich gar nicht mehr dieses Getriebensein hatte, dass ich keine anderen Menschen brauchte, um mir zu beweisen, dass ich nicht allein bin. Ich fühlte mich ganz, nur mit mir. Und das war schön. Das war so schön, dass ich gedacht habe, das mache ich weiter. Und inzwischen brauche ich das nicht. Ich brauche das jetzt nicht jeden Tag. Ich bin nämlich nicht unbedingt, also ich unterhalte mich jetzt nicht jeden Tag mit Jesus. Wenn ich dran denke, begrüße ich ihn morgens. Aber ansonsten öffne ich mich für alles, was da draußen noch so ist an Energien. Und frag einfach, hey, wer hat mir heute was mitzugeben? Und schau, was dann kommt. Ja, also das war eine echt transformierende Erfahrung. Kann ich dir nur empfehlen. Also wenn dein Leben sich gerade unrund anfühlt, dann kannst du es mal ausprobieren. Wenn du jetzt gerade so merkst, boah, nee, geht gar nicht, lass es. Man muss schon so eine gewisse Offenheit mitbringen, sonst macht es auch gar keinen Sinn, keinen Spaß. Ja, habe ich alles gesagt? Ja, ich glaube schon. Also, ich lade dich dazu ein, mutig zu sein und immer mehr von dir zu leben und lass die Menschen liebevoll gehen, die dann gehen und sei im Vertrauen, dass du nicht allein bist. Guck mal, ich bin jetzt auch schon da. Und ich sag, go, go, go. Du bist nicht alleine und wenn du das Gefühl hast, du bist alleine, gibt es immer noch Leute wie Jesus. Oder einfach frag das Universum. Frag einfach mal raus ins Leben. Ich nenne es auch gern das Leben. Frag einfach mal, hey, wer kann mir gerade helfen? Ich brauche jetzt Unterstützung. Und wenn du dann darauf achtest, was für Zeichen kommen, wirst du absolut geflasht sein. Weil das Leben lässt uns nicht hängen. Niemals. Nicht, wenn wir eine ernst gemeinte Herzensfrage stellen. Und dann darauf achten, was kommt. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich bin total gespannt, was du in die Kommentare schreibst. Ja, das wäre schön. Die Kommentare tragen mich immer so ins nächste Video und zeigen mir, was dir geholfen hat, was nicht so gut war. Und so kann ich dazulernen. Dankeschön. Ciao.